Kutscher mit fast zwei Promille Alkohol im Oberallgäu gestoppt. Der Vorfall ereignete sich am späten Abend in einem kleinen Dorf im Oberallgäu. Ein aufmerksamer Autofahrer bemerkte, dass ein Pferdegespann auf der Straße ungewöhnlich unsicher unterwegs war. Er alarmierte die Polizei, die daraufhin den Kutscher stoppte. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Kutscher stark nach Alkohol roch und einen Atemalkoholwert von fast zwei Promille hatte. Zudem befanden sich in der Kutsche noch zehn weitere Männer, die ebenfalls betrunken waren. Die Polizei ordnete eine Blutentnahme bei dem Kutscher an und stellte sein Fürgeschirr sicher, um die Weiterfahrt zu verhindern. Die anderen Männer wurden aufgefordert, sich anderweitig nach Hause zu begeben. Der Vorfall sorgte für Aufsehen in der Region und zeigte einmal mehr, wie gefährlich es ist, unter Alkoholeinfluss ein Fahrzeug zu lenken, egal ob es sich um ein Auto oder ein Pferdegespann handelt.